erfolgreich beendet. Nach 21 Playoff-Spielen, so vielen wie noch nie, haben die Männer vom Arno Delgurto im HC Davos den 29. Meistertitel gesichert mit einem 2:1 in der Finalissima zu Kloten. Davoser haben aber nicht nur auf dem Eis eine sehr gute Kondition bewiesen, sondern wenig überraschend auch beim Feiern. Es begann mit einem Videorückblick auf die Playoffs. Zum ersten Mal konnten die Spieler diese emotionale Berg- und Talfahrt der knappen Siege und Niederlagen nochmals mitverfolgen. Es war eine gute Werbung für den Schweizer Eishockey. Es waren viele Spiele, viele heisse Entscheidungen. Und das ist das, was Hockey ausmacht. Sie wirkten müde, die HCD-Helden. Müde vom Spielen und müde vom Feiern. Und so manch einer kämpfte heute fast mehr mit dem Schlaf als zuvor mit dem Gegner auf dem Spielfeld. Den Ansturm der Fans konnten die Spieler dann aber wieder mühelos bewältigen. Einzig das Sonnenlicht schien heute einigen etwas sehr hell zu sein. Der absolute Star war zweifellos Trainer Arno Delgurto. Zwar ist es bereits ein vierter Titel, aber eben doch ein ganz spezieller. Aber der Titel ist jetzt wirklich wunderschön, weil er so hart erkämpft war. Nächste Station, das Davoser Rathaus mit dem kleinen Balkon. Für Andres Ambühl nur eine Zwischenstation. Auf ihn wartet zunächst die Weltmeisterschaft, eventuell danach sogar der Sprung ins Ausland. Es ist eigentlich jetzt nicht so weit. Ich will jetzt gute WM spielen und was nachher kommt, das sieht man und kann man schauen, was sich ergibt. Und wenn das so wäre, dass wir eben ins Ausland gehen, wäre es eine super Sache. Danach folgten Ehrungen, von denen eine besonders erwähnenswert ist. Arno Delgurto kriegt das Bürgerrecht von der Landschaft Davos. Geschenkt. Spüren muss ich aber auch keine mehr zahlen. Dann kamen die ganz Kleinen an die Reihe. Die Spieler waren froh, dass sie sitzen konnten. Und für den Topscorer Michel Riesen nahten nach 8 Jahren die letzten Minuten beim HC Davos. Ja, es ist schon recht speziell. Man merkt es immer wieder, die Leute sprechen einem an. Und, es geht ihm schon ein bisschen durch den Kopf. Natürlich wurde Michel Riesen nochmals ganz speziell gefeiert. Dann ging sie los, die HCD-Party mit dem 29. Meistertitel.